Wunderbar. Ganz toll. Muss ich noch die Bämmel hier ausschalten? Dann kann ich hier nämlich auch wieder mit zugucken. Kannst du auch so? Ich kann das so streamen, ich kann ihn ja so anmachen. Abonnementskanal. Also, fangen wir nur an. Damit der Lustl mitläuft. So, und jetzt müssen der anderen Kapazität. Oh! Kein Bild vorhanden. Was? Tempel für Ah, was? jetzt. Ja, du musst einen Moment Geduld haben. Das ist nicht alles so einfach. So, jetzt muss ich nochmal gucken hier, was ich hier jetzt gemacht habe vor dem Gefecht. Hat der Dreckenkonfiguration A2? Kontrollier mal bitte dein Das. Bild. Guck gerade mal. Ist das schon wieder so komisch, ne? Ich habe wie ein Update. Ja, ich sehe das. Transformieren. Auf Bildschirm zentrieren. Jetzt stimmt's. Nee. Immer noch nicht. Nee. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich fasse das ja. Was habe ich denn jetzt schon wieder? Da habe ich keinen Bock. Game Capture. Welche Eigenschaften? Gucken. Unter Einstellung, was haben die Video wieder was falsch? Ausgabe. Hast du sowas? Ich stelle mir das ja alles ein, damit das alles sauber funktioniert. Dann machen die ein Update und danach funktioniert das wieder nicht. Verstehe ich nicht, warum das so ist. 1908, 20 mal 1080, ja genau. Ach, Dick. Stimmt denn jetzt nicht? Transformieren. Ein Bildschirm anpassen. Nehmen wir doch das einfach mal. Jetzt müsste es stimmen. Ja. Bildschirm anpassen. Was ist denn da los auf einmal? Immer wenn ein Update kommt. Das gucken wir mal. Jetzt müsste es stimmen. Ja. Nette Anzeige. Ton ist auch da. Check, check. Ja. Und dann, ja, okay. Dann können wir jetzt mal gucken. Noch so ein, zwei, 7 Stunden. Okay, dann spielen wir jetzt zusammen 7 Stunden noch. Okay. Weil du nachts nicht schlafen kannst, kann ich nichts für. Kann ja nichts dafür, wenn du schon Rentner bist. Ja, zu tun noch. Ich hab Hunger, mal Pommes. So, Maus oder Kampfpanzer 7? Ich nehme Maus. Ich war jetzt aggressiv Richtung Cap, also diese Linie hier runter bis zu den Gegner rüber. Das funktioniert solange die den Süden nicht, die linke Seite einnehmen. E5. Wenn die E5 haben, schießen sie dich komplett kaputt. Ob die Maus werden sie auch nerven dürfen. Können Sie haben. Weil die viel zu viel HP hat. Das haben sie nicht gerechnet. Los geht's. Hier war ja ein Durchgang, das war. Tja. Und das da. Ich komme jetzt hier durch und jetzt. Wir versuchen von der Seite TVP mit dem TVP zusammen auf die Presse zu kommen. Wenn 705 kommt, helft ihr. Auf 705. Geh mit in den Kampf gegen die 705, links von dir. Pass auf den 705 immer noch auf. Die 705 dreht seinen Turm. Aufpassen, schießen wir 277 die ganze Zeit ins Heck. Mit der. Der ist raus. Jetzt gehe ich auf den 277.
hab noch genug AP. Ich block den Schuss, damit du den nicht abkriegst. Ja gut, jetzt hol ich mir den. Affenkind krieg ich auf die Fresse. Hatte die Kanone in den Weg getan. Das haben sie jetzt gut gemacht. Das muss man ihnen lassen. Der hat 50 TP. Was mit dem Da kam E4, weil unser Team da links rumgammeln muss. Dritter Schuss, nicht getroffen. Ich habe jetzt alle vier hier. Fünfter Schuss, nicht getroffen. Endlich mal. Du darfst ihn nicht angucken. Ja, ja, ich weiß, was ich machen. Ich guck, was mein Turm macht. Weil er das Auto-Aim-Auto angenommen hat. Weiß schon, wie man eine Maus fährt. Aber wenn ich gegen vier kämpfe, gegen vier, alle vier waren bei mir, verstehe ich nicht, warum unser Team, wo das bleibt. Ja, die waren die ganze Zeit links von uns. Gegen wen haben die gekämpft, wenn vier waren? Wie besteht's denn? Guck auf die Anzeige hier, diese. Besteht ja, geht ja nicht. 4 gegen 4. Ich habe gegen 4 gekämpft. Also waren 3 von uns frei. So, und das liegt an den Namen. Unterstrich, 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 Time, Unterstrich, Time ist nur irgendwie unter Iki Plot und Maloy Kill. Da weißt du schon Bescheid. Die Leute, die vom Meckern, dass sie vom Amt so wenig Geld bekommen, aber dann nebenbei 3 iPhones haben. Warum fahren die nicht einfach vor? Ich halte hier auf. Brauchen nur hinten rumkommen, können die ganzen Typen wegknallen. Nur hier hinten rumfahren. Peng, 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 sind die tot. Brauch ich gar nicht, nur geradeaus fahren. Aber Rami Tepp von UA10 weiß schon Bescheid. Die hoffen noch Zeit haben für sowas, verstehe ich gar nicht. Grundlegendsten Sachen. Deswegen habe ich die Maus, damit ich das da halten kann und machen tun kann. Mensch, sieht die nicht. Krieg ich einen Affen. Wenn man so blöd ist, die einfachsten. Einfach nur geradeaus. Auch nur noch schießen. Und da? Nichts. Mal wieder nur. Super Conqueror fallen. Gucken wir mal wieder mal. Tessie 11. Shatazar. Drakon 41C. Grigoli 1987. Und nicht vergessen, Unterstrich Soul Unterstrich 405 Unterstrich. Also diese Unterstriche muss man machen. Den 405 noch machen. Wahrscheinlich der Bruder ist. Der hat geheiratet. Tesel 111. Ist schon abrichtig gesagt, wie wir haben unser EU-Server jetzt, verstehe ich nicht. Und der dritte Super kommt, der snappt. Ja, wir schon bis gut. Schießt gleich zurück. Die besten. Todler. Und die Schnauze voll haben, dass sie oben drin liegt, die hierher fahren. Durch die sind. Na, er ist gut, er macht's nicht. Ja, also auch Soul. So, Amix 30B. Wer hat sich denn Amix 30B genommen? Boah, das muss ein easy win sein. Nur die vier Heavys rauskriegen. Ja, ja, lass den 284 durchfahren. Lass ihn das einnehmen, da haben sie Spaß. Mann, 2er 57. Unser Munitionslager wurde getroffen. Wir gingen voll durch ihre Panzerung. Da müssen wir jetzt schnell rüber. Ich weiß nicht, wo der Gegner ist. Das ist das Problem. Ich glaube, wenn ich das falsch mache, sterbe ich jetzt. Hier ist der Super Conker. Ja, ich hab's auch gewusst. Ja, T7 funktioniert.
spielt das Team? Spielt ihr mit? Ach so. Ich wusste, ich hab... Hey, komm, auf die Idee kommt. Nein. Schön da wegsnipern. Ich wusste gar nicht, dass man das da spielt. Habt ihr keine Chance gegen die E7, holt dann, kriegt er nicht kaputt. Er schießt, was er wollt, kriegt er nicht kaputt. Wollt er gar nicht weiter spielen. Oh, nur zwei. Oh, der E4 ist doof. Kannst du abfahren. Etwas im Background aber noch. Den T57 aus eben machen, fahr schon mal hoch. Würde nicht rausfahren, wirst du weggesniped von dem, der hinten im Background steht. Das wirst du fressen. Wartet jetzt einen Christen noch. Oh. Eine 700. E-Tron Killer, ganz stark. Klassische Außencap. Hier vorne. Oh. Wieso kommt die denn so schnell hier hin? Das habe ich kacke gespielt, ey, mein Gott. TP steht hier.
von hinten jetzt von der Bedshot genommen. Durch die Bedshot, ja, die hat mir 1600 gegeben. Bedshot hier reinfahren darf. Seite weggenommen, rausgenommen. Ich muss hier mit Metz rumprügeln. Grausam. Keine Chance. Sind bloß noch die zwei, du musst mit rein. Gar nicht, ich hab 400 HP. Und der, der ist noch nicht. Der tankt sich ja so. Komm mal, Captain. Die 700 haben. Oder? Nee, immer noch nicht. Nee, 692. Magischen 700. Ich kratze jetzt an das 600er Marke ungefähr. Ich war ja wieder Maus. Die andere Seite ist besser. Nee. Doch. Bin ich nicht. Doch. Jetzt die Position hier nicht. Hier hast du drei Positionen, wo du stehen kannst. Drüben noch zwei. Du kannst hier vorne links die erste nehmen. Vorne, hier den Gang, wo wir jetzt hingucken. Kannst du vorne links nehmen, vorne rechts nehmen und rechts vom Gebäude und sogar noch links vier sogar hast du. Ja, ich kann mich hier hinstellen. Stehe ich absolut safe. Sidescrap. Die erste hier am Hügel. Die habe ich drüben nicht. Ich habe sie noch nicht drüben noch nicht gefunden. Hier ist die erste. Also wo ich jetzt gerade vorbeigefahren bin. Da wo der E3 steht. Das ist die zweite. Dann stehst du hier gegenüber. An der Ecke. Du stehst in dem Mittelgebäude an der Ecke. Und rechts stehst du auch noch an der Ecke. Und dann E3. Und jetzt. Der schießt mir einfach durch den Turm. Beide schießen mir einfach durch. Da kannst du nicht vorbei. Ist vorbei. Gut. Wieder nicht spielen. 50 AX sind 50 B, du fährst ins Kreuzfeuer. 50 B schmeißt seinen Tank weg. Die warten jetzt einfach ab, dann werdet ihr zwei sterben und dann ist vorbei. Noch gar nicht vorfallen. Wir wussten noch gar nicht, was los ist. Wir wussten nicht, wie viele Tanks da sind. Die drei knallt mir einfach so.
Tank weggeworfen. So ein STB, den die alle fahren, den möchte ich auch gerne mal fahren. Mal schießen mehr. Mach ich das auch. Idee. Vielleicht ein paar Punkte. Tja, da fällt man wieder. Oh, hopp, klickt. STP will hoch, STP will hoch. Ratchet ist oben. Oh, ein bisschen 50p, der muss raus. Ja, der klippt unseren 50p, er ist schon wieder verloren. Mann, ey. Nein, fahr doch weg mit deinem 50p. Raus. Nein, 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 nein. Ich brauch den nicht mehr gucken. Warum darf die Battle da oben piegen? Ich versteh's nicht. Ja, wer soll denn drauf schießen? Ist doch keiner da, der drauf schießen kann. Wie soll ich das machen? Den Winkel doch gar nicht dafür. Die hast nur du. So eine Grille hin. Ich habe Minotauren nicht genommen. Rausgenommen. Und die Bettet doch wieder. Es kann keiner drauf schießen. Wir haben den Winkel nicht dafür. Ich kann gar nicht so hoch gucken. Erster Treffer. Kann ich drauf? Ich hab die Kanone, krieg ich nicht hoch. Ich kann nichts machen. Ich kann komplett klippen. Unten. X runter weg. Komm rum. Thank you.
638. Wollen die ganzen Abend vergessen. Vorne los. Das Komische ist immer, du gewinnst ein ganz paar Spiele, dann verlierst du wieder ganz paar Spiele, dann gewinnst du wieder ganz paar Spiele und immer so weiter. Ich komme mal mit. Fährst du rechts? Ich will nur rechts einmal gucken, aufspotten. Ich weiß, wo die alle sind. Komm mit. Hol ich mir jetzt als erstes. Dann über Kugel entscheide ich eben, was ich mache. Jetzt auch hier kommen, hau ich ab. Nimmt er den? Okay, er nimmt den. Hier geht's ja schon los. Weiß ja schon, was los ist. Oh, der wird aber so bestraft. Ja, genau, ich brenne. Oh, trifft er mich nochmal? Ach man, das war zu viel fressen. Haben wir das nicht gewonnen jetzt hier? Ach, nö. Ach komm, ich dachte, wir würden das wenigstens gewinnen. Rausbrüchen, ja, das war also gar nicht weiter spielen. Wer war denn hinter mir? Ich wollte ihn da rausnehmen, da war noch einer. Ja, der vom Abwehrfeld ist auf jeden Fall der E50M. Da rein. Ah ja. Wir hatten die am Anfang gut rausgeschossen. Wir haben nur direkt die ersten Tanks verloren, direkt zwei. Verstehe ich nicht, warum dann kam denn noch mehr daher? Ich verstehe das dann nicht. FV ist raus, also waren noch vier übrig. Der AMX das alles gemacht, keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir 100 Punkte jetzt verloren. Schwer erkämpft, ist alles wieder weg. Aber ich mach das irgendwie falsch wahrscheinlich. Muss ein anders fahren mal. Ja. 511. Jetzt hin. Okay.
Fenster auf. Ja, logisch. Dreck gespottet und 13,90 haben sie. Okay. Dreht den Turm und trifft. Hammer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Hat bis jetzt alles getroffen. Unser zum ersten Mal. Unter 60 TP. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Jetzt, der Dings ist weg. Okay. Dann gehe ich meinen Kampf. STB, was der wirklich gefahren ist, weiß nicht. Oh, verloren was? Ich... Mann, ey. Nur ein Schuss mehr und dann hätte ich den dem rausnehmen können. STB fährt jetzt da. Also selbst auf der Map macht hier die Maus Sinn. Okay, gut.
sehr dynamisch, viel DPM, E50M geht, 430U geht, alles was dynamisch viel DPM hat, bisschen Panzerung. Oh ne, diese Kacke, ja, da geht's natürlich nicht. Ihren Jagd-ESE. Oh. Bitte? Die mit ihrem Jagd-E, die gehen mir langsam auf den Sack. Und der hat 8000 Schaden gemacht. Ist noch falsch jetzt hier an den Schienengang, aber hier innen. Rausnehmen, ne, ne? Das sind 268,4. Und da ist noch ein Jagdpanzer E100. Hab ich gar nicht gesehen. Oh, ja. Oh, 1000. Ja. Ich brenne auch noch. Und das Munitionslager auch noch kaputt durch den Brand. Er hatte alles ideal. Durfte man nicht gewinnen. Der ging nicht durch. Kam ich ein zweites Mal. Dann mache ich das wie die anderen auch. Ich fahre jetzt einfach hier rein, schieße ein bisschen rum.
Ah. Schöne Runde. Schön gekämpft. Verloren. Das ist die andere Seite, ja. So können wir. Das verstehe ich nicht. Dauert das so lange, bis wir da reinklicken können. Weil einige Leute gefehlt haben. Ja, das brauchen die so lange. Kann die schlechte Hardware, eine alte Hardware. Ja. Analoge Festplatte. HDD zum Beispiel, ja. Zwei außen, auch außen, also drei außen. Lohnt das jetzt hier reinzufahren und zu pushen? Das ist die große Frage. Drei Traders, aber dann schlecht. Okay. Treffe ich den nicht. Ah, TVP, ja, ist gut. Ja, ja, könnt ihr alles hier machen. Unser Munitionslager wurde getroffen. Wirkungstreffer. Der Turm dreht sich nur noch langsam. In 3 Sekunden hat er aber nachgeladen. Oder ist er? Ja, ja. Soll ich schon machen? Ich kann nicht das machen. Das Glück. Oh, das ist verloren. Wirkungstreffer.
Standard Player. Manchmal muss ich gucken, aber im Moment ja. Erst Moment ja. Ich hoffe, dass da keiner gegenkommt. Kriege ich immer zu viel Schaden. Das ist. Legen wir los! 61 wieder auf dem Hügel. Gemäht. Ist mehr, überhaupt eigentlich mehr Heavies. Ja, die Avis fahren nicht da, okay. Sieht nicht gut aus. Okay. 3 TVPs. Ein STP, 2 TVPs. 286er. CS-63, was macht der denn für einen Move? Geschossen. Die Idee, die hat das gar nicht schlecht. Ja, ich krieg vom Hill oben. Vom Hill oben? Ja, STP. Dem TVP, dann dem 63er mal helfen. Ja, da ist er. Ich habe gerade stürzt jetzt ab. Kann ich da retten? Nee, geht doch nicht. Du kommst, der kommt doch nicht wieder weg. Der wird jetzt gleich hier runterkommen. Ja. Oder auch nicht. Also doch schon. Ja, und ich treffe keinen, ne? Das ist grausam. Der Fahrer ist geliefert. Die Steuerung reagiert nicht mehr. Kette wurde getroffen. Drum entreißen. Wirkungstreffer. Wie ist so? Warte. Ja, der ist stärker wie ich. Hat er mich. Das war's für uns. Nein. Und 3 Heavys hier haben es ja gemacht. Könnten wir noch gewinnen. Eigentlich ja. Wenn es das 277 den TVP pushen würde, dann ja.
Weil der TVP wird jetzt mit auf den S-Con kommen. Das wirst du sehen. Das ist das Problem. Dadurch wird ein Spiel entschieden durch den Munitionstreffer. Durch so ein random Ding wird das Spiel entschieden und nicht durch die Leistung, die der Typ erbricht. TVP kommt. 277, das schafft er. Oh, der tradet einfach den ersten. Der klippt jetzt den 277, geht ins Reload, klippt dann hier den Super Conker. Das macht er schlecht, der TVP. Geht er nicht in Kampf gegen den? Also, noch. Eins verloren. Der TVP wird aus der Base kommen. Wird dann hier die Büsche nutzen. Raus, weil na dann hat ja nichts verloren. Jetzt bin ich wieder in A, genau da, wo ich angefangen habe. So not. Wäre wieder bei 600, ne? Die, ich habe mit 300 angefangen, ne? Weiß gar nicht was. Hatte ich mit D angefangen? Mit Eisern D habe ich angefangen, ja. Gott, der will dann nicht ernsthaft diesen WZ spielen, oder? Der Batch hat ganz außen rum von hinten rein, also. Möglichkeit. Kein Sinn, aber du musst das schon mal reinfahren. Ah, jetzt brauchst du es auch nicht mehr machen des Blocks. Jetzt habe ich ja genau, ich stelle hier in die Ecke, genau richtig. Mein Gott, was für ein Idiot. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ein bisschen Winkel und dann. Sinn. Es kann nicht sein, dass ich immer schießen will und die Leute mich blocken. Die 3 und der E100 müssen raus. Wir campen das jetzt durch. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich glaube, Zweifel.
Moment mal, wie viel Zeug kommt denn hier noch? Der E3 hier rein. Steht hinten am Arsch der Welt. Jetzt geht's verloren. Warum kann ich nicht auf die Einstellung zugreifen? Was ist das für ein Scheiß? Escape. Ja, das kommt dann hier rein. Zum Bug, hast du Mods drauf? Das ist ein typischer Oldschool. Ja, ja, das ist ein typisches Bug. Ich kann zum Beispiel die Kameras nicht umschalten und so. Ich komme hier auch nicht mehr raus aus den Einstellungen. Ich muss jetzt warten, bis das Gefecht vorbei ist. Oder 85, ja, wenn ich das weiterspiele, bin ich heute Abend wieder auf 300. Ja, wir können auch sonst jetzt random spielen, wenn du willst. Erstmal. Nö, nö. Ja, ich komme nicht mehr raus. Aus dem Menü. Moment, warten, so, automatisch, das ist ein Bug. Das sind Mods. Machen da Ärger. Ich muss mir dieses Heilung-Dings mit auf die Maus legen, damit ich das schneller drücken kann. Aber hier hast du wenigstens noch richtige Fights auf dem Dreier, so, weil fast alle nur Stahl nehmen. Warte mal, Zeiteinstellung, Einstellung. Ah, jetzt komme ich rein. Steuerung, die Nummer 7. Nummer 7 Verbrauchsmaterial, 7 mit auf die Maus, genau. Wisst was, ich fahre jetzt einfach mal hier die Maus, mal gucken. Mal gucken, ob das funktioniert. Super. Los geht's.
Die Bär ist tot. Wird gesniped aus der Mitte. Hier das blocken, weiß nicht. Muss einfach rein, das fahr ich mal hinten das Signalding holen. Gegen wen kämpft unser Team? Der E5 und sowas? In Team TVP. In Manifold. Mal gucken, ich sehe das gar nicht. Den da, der E5, ist auf den AMX. Den aber nicht. Ich glaube, ich höre jetzt erstmal auf mit World of Tanks. Das ist schon wieder so ganz komische Runden. Oder findest du das nicht? Sorry, du kannst doch nicht auf heller Luft eine Maus nehmen. Wir haben jetzt den ganzen Abend gespielt und sie haben uns 500 Punkte erspielt. Jetzt fängst du an, Experimente zu machen. Du fährst auf Ghost Town, fährst du auf den Cap-Punkt gegen eine Foch und einen TVP außen. Was soll das denn geben? Du schmeißt den ganzen Tank weg. Wir hätten das einfach so weiterspielen sollen mit den Mäusen, wenn es flach ist und so weiter. Da wäre das ganz gut gelaufen. Das war ein bisschen träge am Anfang auf dem Dreier, aber ging. Wenn du die Experimente anzufangen, kannst du machen, dann wirst du aber die Punkte weg. Finde ich. Das ist also dann jetzt anfangen, so am Anfang probiert man so ein bisschen aus, nehme ich den Tank. Probiert man so ein bisschen aus und dann, aber dann spielt man das Ding immer weiter runter. Das ist viel zu viel. Die 150 Punkte, die jetzt verloren haben, die hätte man sparen können. Standard weiter, immer weiter spielen, das Standardding, immer weiter Standard spielen. Wir hätten auf zwei wechseln können, aber drei war jetzt am Ende hin eigentlich ganz ausgeglichen. Finde ich ganz gut. Aber dann keine Experimente. Standardkarten nehmen, Standardtanks nehmen und weiter. Schon schlimm genug, dass wir mit dem EBR da fahren müssen, dass das ein Vollholz ist. Da musst du dann nimm du doch einen Tank, dass das ein bisschen ausgeglichen ist, anstatt da auch noch Experimente. Aber ich stand da oben mit zwei STBs gegen vier. Dann war natürlich vorbei. Dann kommt er von hinten, der TVP, und dann war die Sache so gegessen. Die Runde war so nicht zu gewinnen. Wir haben so gute Runden gehabt. Jetzt habe ich verfahren, scheiße. Ist egal. Mach mal hier rum. Schon jetzt eine Stimme F4, guck mal, ich habe jetzt ein. Mit Z ist okay, ein V schon wieder dabei. Es kann gut werden, wenn er trifft, kann es ein Monster sein. Wenn du Pech hast, ist es loose. Okay, brauche ich gar nicht vorsehen. Gut.
TVP. Zeig mal, was du kannst. Nein, 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 mein Fahrfehler. Sie kann jeden Moment reißen. Okay, ich muss weg. Der FV muss den TVP abnehmen. Die nicht reinkommen hier. Die BZ kommt jetzt von hinten. Keine Ahnung. Ist auch wieder so eine Scheißrunde. Mit 1-1. Ich glaube 2000 hinten. Dreht der Tank dann auf einmal nicht mehr. Hallo. Beiden unter Kontrolle da. Kriegen wir das dann raus? Nicht raus. Oh, das sieht schon hinten rum, habe ich gar nicht mitbekommen. Ah, guckt, siehste. Was länger. FV-Gameplay macht natürlich keinen Sinn. Wenn man auf den Namen guckt, kann man ja sehen, hier heißt gut. Die Animation geht mir so auf den Sack. Schalapai. Ach, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trick. Jetzt durchsterben. Dort ist es in 2, 3, 4 Wochen, bis du irgendwann durch bist. Damals auch gehabt. Woche gebraucht für die letzten 100 Punkte oder so. Ach komm. Aber das Match gewinnen wir jetzt wenigstens. Das ist gut. Ja, ein STB-User. Das finden die alle so toll. Das ist, weil Mausakrobat sagt, fahrt STB. Nein, der ist nicht gut. Ist viel zu weich. Und dynamisch genug. Ist nicht. Kannst lieber ein CS63 nehmen. Ich geh mal einmal oben. Wirkungstreffer.
ist gekappt. Wie schlecht sind die denn? Was ist das denn? Das war ja gar nichts. Mein Sohn. Um 12, wann gibt es die immer? Stunden. Okay, früh um 6. Nee, ich gehe dann, mach Feierabend. Jetzt noch ein paar Runden und dann 11 Uhr höre ich auch auf. Noch was zu essen und dann. TVP macht Druck. Ah ja, STB, ja, das ist ein SC. Wie will ich nicht halten können? Den STB gebe ich noch wieder mal. TVP wird sterben, weil ich nicht halten kann. VZ kommt auch nochmal. Metz. Fahren die hier nur mit Metz? Wo sind meine Leute? Wo sind meine Leute? Wie steht da hin? Ach komm. Och nein, nicht von hinten. Kann der snipern? Leer. Deckung bringen. Nichts mehr. Thank you.
Chat rein. Noch nicht mal Glück haben, ne? Auf die Badger schießen kann. Ja, ja. Der Bär von hinten. Kann kein Glück haben. Naja. Ja. Der Bär kommt jetzt hier reingeflogen. Keine Chance. Also alle so spät reingekommen sind. Keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Ein Mehr da in der Mitte gebraucht, dann kann man das besser verteidigen. Oh, am Anfang alles weggeworfen. 521. Ich war auf 700. Fast 700, 690. 150, 160. Einfach so weg. Gewinnen können. Weil das gerade verloren habe, war knapp. Das haben die Leute taktisch falsch gespielt. Weil wir hatten ja die Kontrolle, wir haben es verloren, dann hatten wir sie wieder. Und dann aber kamen natürlich die dynamischen Tanks. Und dann kommt der Jagdpanzer E100, falsche Wahl. Hätte ein Heavy genommen, hätte man mehr HP in der Mitte gehabt. Der kam ja so spät rein, dann fährt er da einfach ins Kloster wie so ein Irrer. Und ballert da, versucht da den TVP rauszunehmen. Das sind alles so Sachen, die gehen nicht. Das kannst du nicht spielen. So, jetzt geht jetzt schon los. Jetzt kommen die Leute einfach in ihre Position nicht ein. Oh, kann man hier beschießen? Ja, gut. Und jetzt ganz klassisch. Heavy Tanks kommen auf hier oben, auf A2 hin. Einer kann durchfahren, kann, muss nicht. Und hier fahren Holder und Tanks hin. Ganz normal klassisch runterspielen. So, und dann geht es erstmal auf. Ey, 50M kann da mal was machen. Jetzt guckt man erstmal. So, SDB fahren wir zurück. Ja, die wollen jetzt aggressiv, die wollen das pushen. So, und jetzt lassen wir sie runterkommen. Und dann müssen die oben seitlich angreifen. Dass der mich dann treffen kann, ist eine Sauerei. Ich kann sie nicht ankratzen. Schießt doch einer drauf. Kann ich mein größer machen?
Warum spielt man den Grill auf der Karte? Jetzt fährt er weg, weil er nicht mehr weiß, was er machen soll. Ja, klar. Läuft aber. Die Kämpfe waren eigentlich ganz gut. Kann man nicht schon ausgeglichen. Aber mit Grille, nehmt den Grille. Nehmt den Grille auf der Karte. Ich weiß nicht wofür. Ich möchte gerne verstehen, was den Sinn das machen soll. Er hat ja, wird ja nie ein Schussfeld bekommen. Wenn der Gegner nicht capt, kriegt er kein Schussfeld. Logisch, weil ja alle da oben in der Ecke spielen. Versteht er nicht. Kann er nicht. Der Grille, wahrscheinlich irgendein Russischer, irgendein Russe. Hat keine Ahnung. Der Husky macht aber 6000 Schaden. Ja, UAI, ja. Ah. So. Ukraine. So. Denkt er irgendwas macht? Denkt er, hat das, ich habe voll den Schaden gemacht. Bringt uns, ja, hat er auch 6000 Schaden gemacht. Bringt dich kein Meter weiter. Bringt dir alles nicht weiter. Wenn du keinen Druck auf den Gegner bekommst, jo, du machst 6000, die anderen kommen, kommt keinen Schaden, die machen im Schnitt alle 2000 und schon ist das Ding verloren. Drei Schuhe nehmen sollen, dabei bleiben. Ja, ich sehe schon. Vorteil. Aber Conker steht dahin. STB ist auch schon durch, dann werden wir gleich von hinten was kriegen. Fünf ist durch, STB ist durch. Dogner, der war gerade schon mal da im letzten Gefecht. Wir haben sie böse erwischt. Na gut. Wieder gewonnen. Hier, wie machen die das denn? Ah, oh, hier geht's schon los. Ja, treff mich doch nochmal.
schafft es tatsächlich wegzukommen. Schützes. Kann nichts machen, ja. Kriege ich hier von oben. Hat er die nicht gekillt? Jetzt kommt die Badger rein. Jetzt wird es Schaden haben. So, umsonst Schaden machen. Schläger. Ja, natürlich ist weg. Der ging nicht durch. Schießen E100 ins Heck und geht nicht durch mit Gold. Ich habe APC fast geladen. Hammer. So, jetzt höre ich aber auch auf. 558, 100 Punkte. 180 Punkte fehlen. 100, sicher. So.